Ich bin in der siebten Generation Orgelbauer und wir haben auch Nachfolger. Also der achte Generation ist mein Sohn, meine Töchter und die arbeiten auch teilweise im Orgelbau schon. Der eine lernt, der andere hat sein Studium schon als Architektin absolviert und so geht der Orgelbau weiter. Der Beruf des Orgelbauers basiert auf zwei Gruppen. Der eine Gruppe ist Schreiner. Eine Orgel besteht ja viel aus Holz, das Gehäuse, die Windladen, die Pfeifenstöcke, Holzpfeifen. Und der andere Teil ist Pfeifen, Zinnpfeifen. Also man muss auch mit Metall gut umgehen können. Und dann gibt es noch einen kleineren Teil, der aber auch jetzt wichtig geworden ist, die Elektrik. Also eine Orgel wird ja nicht mehr mit Bälgen bedient, die getreten werden, wo man die Luft mit Balg erzeugt, sondern ein Balg ist in der Regel ein Windmotor vorgeschaltet, sodass man auch Elektrik braucht. Und dann bei ganz großen Orgeln werden schon Setzer eingebaut, also Setzer sind Vorprogrammierungen, also der Organist kann ein ganzes Konzert vorprogrammieren, aber nicht beim Spiel vorprogrammieren, sondern bei der Klangfarbe. Und wenn er die Klangfarbe ändert, braucht er nur einen kleinen Knopf zu drücken und schon ändert sich die Klangfarbe. Der Orgelbau ist so vielseitig und es ist immer gut, wenn man sich ein bisschen spezialisiert. Man kann natürlich ein Allround-Orgelbauer sein, das ist auch schon eine wertvolle Sache, aber viele haben sich spezialisiert. Meine Spezialisierung ist natürlich Entwurf, Konstruktion und vor allem Forschung. Da haben wir ja viele Erfolge erlöst. Wir haben einen ersten Forscherpreis und einen zweiten Forscherpreis gemacht für gewisse Entwicklungen, die auch in unserer Firma sehr erfolgreich gebaut werden. Ja, eine Orgel kann ein sehr großes Instrument sein, so groß fast wie ein Haus. Wenn die Orgel für eine Konzerthalle gebaut wird, dann sind Pfeifen drin, die bis zu 9 Meter lang sind und einen Durchmesser haben wie ein Mensch. Da kann ein Mensch durchkrabbeln. Und diese Orgeln, die brauchen natürlich sehr lange Zeit, bis die entwickelt sind und gebaut werden. Da arbeiten als 10, 20 Leute dran. Und dann gibt es ganz kleine Orgeln, zum Beispiel Hausorgeln, Truhenorgeln, positive oder Tischorgeln, die wesentlich weniger Arbeitszeit benötigen. Da reicht oft ein oder zwei Leute, die eine solche Orgel dann bauen können.